Kinder sind unsere Zukunft, doch über Kindererziehung lässt sich streiten, besonders wenn man aus unterschiedlichen Generationen kommt. Oder etwa doch nicht? Wir finden es heraus bei Wie Du, das Generationengespräch. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. In der heutigen Sendung kümmern wir uns um die frühkindliche Erziehung und beleuchten den Beruf des Erziehers aus unterschiedlichen Perspektiven, sprich aus unterschiedlichen Generationen. Und dazu haben wir heute zwei spannende Gäste im Studio. Ich freue mich ganz recht herzlich, dass Sie da sind. Gisela Buschmeier, herzlich willkommen. Sie sind, das darf ich sagen, 76 Jahre alt und 1966 wurden Sie von der Fachschule als staatlich geprüfte Kindergärtnerin und Hortnerin in Ihre berufliche Laufbahn entlassen und haben dann 25 Jahre auch eine Leitungsfunktion im Kindergarten inne gehabt. Und wie sich der Beruf des Erziehers entwickelt haben, darüber können Sie ganz wunderbar berichten. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja. Und wir freuen uns auf Dennis Joseph, 40 Jahre jünger, 38 Jahre alt, und er wurde nicht zum Hortner ausgebildet, sondern darf sich staatlich geprüfter Erzieher nennen mit einer Zusatzqualifikation für die Betreuung von Kindern U3. Auch daran sieht man ja, wie sich das Berufsbild geändert hat. Und Sie arbeiten heute im Kindergarten Pusteblume hier in der Stadt Salzkotten in einer Kindertageseinrichtung. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerade schon in der Anmoderation gesagt, ich bin als erstes natürlich über Ihre Berufsbezeichnung gestolpert. Frau Buschmeier, eine Hortnerin, was musste die denn können? Wofür wurde die ausgebildet? Ja, der Begriff Hortnerin ist heute nicht mehr bekannt. Nee. Aber eben Kindergärtnerin ist bekannt. Mhm. Aber die Hortnerin hatte dann Schulkinder zu betreuen. Es gab also auch schon Horte, die so wie heute in der OGS dann Schulkinder, ältere Kinder betreuten. Und da konnte ich dann auch tätig sein. Herr Joseph, Sie sind Erzieher. Manchmal sagt man auch Kindergärtner. Wie sehr nervt Sie dieser Begriff? Wie sehr mögen Sie den Begriff? Weil Ihre Kollegin ist ja noch als Kindergärtnerin ausgebildet also worden. Also der Begriff Kindergärtner ist in aller Munde. Mhm. Man wird auch gefragt, wie ist das so als Kindergärtner? Die aktuelle Berufsbezeichnung ist ja Erzieher. Ich persönlich finde die Bezeichnung Kindergärtner eigentlich eine sehr schöne Bezeichnung. Denn der Gärtner kümmert sich auch um seine Pflanzen, möchte, dass sie heranwachsen, heranreifen, gibt Zuwendungen, gibt ihnen Nährstoffe, gibt ihnen Wasser und was sie halt brauchen, um zu wachsen. Und deshalb finde ich den Begriff eigentlich noch besser als den Begriff des Erziehers. Ja, Erzieher klingt auch irgendwie so streng, und ich finde, Kindergärtner hat so diese symbolische Ebene, es klingt irgendwie noch auch kindlich und niedlich irgendwie. Erziehung findet zu Hause statt und wir begleiten die Entwicklung. Genau. Also ich finde den Begriff Entwicklungsbegleiter zeitgemäßer. Okay. Das finde ich auch sehr interessant, diesen Aspekt. Warum haben Sie sich dazu entschieden, den Beruf des Entwicklungsbegleiters denn zu wählen? Ja, also ich bin klassischer Seiteneinsteiger. Mhm. Ich habe vorher keine Erfahrung mit jüngeren Individuen gemacht und gehabt. Und ich habe dann nach der Ausbildung oder nach dem Fachabitur zum Holz- und Bautechniker habe ich dann einfach mal ein Orientierungspraktikum gemacht. Das wurde mir empfohlen von meiner Frau, die auch Pädagogin ist. Und ich habe einfach mal in eine Kita reingeschnuppert. Und die Rückmeldung der Kinder, Eltern und auch Erzieher war sehr positiv. So habe ich mich dann auf den Weg gemacht, den Beruf zu erlernen. Frau Buschmeier, in Ihrer Ausbildungsklasse, wie viele Männer waren da? Oh, gar keine. Ja, das habe ich ja fast gedacht. Es war ein reiner Frauenberuf, ne? Von Anfang an eigentlich. Ne? Und warum haben Sie sich dafür entschieden? Warum wollten Sie mit Kindern arbeiten? Das hatte eine lange Geschichte. Meine Mutter wäre gerne Lehrerin geworden, aber sie ist 1920 geboren und zu der Zeit war das gar nicht üblich. Aber sie hat dann ihren Kindern diesen Berufswunsch übertragen, sodass ich dann in die Erzieher- oder in die Kindergärtnerin-Ausbildung gegangen bin. Ne? Mhm. Meine Schwester durfte auch dann auf Lehramt studieren, ja, aber ich bin die Erstgeborene. Ich gehe gerne voran und das ist ja wichtig, wenn man dann in Leitungsfunktion ist. Ne? Auf jeden Fall. Wann haben Sie denn den ersten Mann eingestellt oder hatten Sie bis zum Schluss keinen männlichen Kollegen? Ich kenne keinen männlichen Kollegen in der Einrichtung. Also ich war noch bis 2010 in einem Familienzentrum tätig, aber wir hatten mal einen Praktikanten, der dann natürlich von den Kindern geliebt wurde, ne? Jeder, sowohl die Jungs als auch die Mädchen, waren gerne mit ihm zusammen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, wenn wir da eine bessere Mischung bekommen.
von männlich orientierten und weiblich orientierten Erzieherinnen und Erziehern. Ne? Ich glaube, in Ihrer Arbeitsstätte sind Sie der einzige Erzieher. Richtig, in meiner Arbeitsstätte bin ich der einzige. Ich habe während meiner Praktika es kennengelernt, auch mit Männern zusammenzuarbeiten. Mhm. Das war natürlich immer spannend, würde ich auch gerne mal wieder. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ja, Männer weiterhin den Beruf auch ausüben zu wünschen. In meiner Ausbildung waren circa 6 Männer, wo am Ende dann 2 in den Kita-Bereich gegangen sind. Und die anderen in, die anderen in den Jugend- und Hortbereich. Okay. Sie haben gerade gesagt, die Männer, also als der Praktikant mal da war, die Männer waren beliebt. Ja. Warum sind Männer denn im Kindergarten so beliebt? Was machen die anders als Frauen? Männer sind bewegungsbewusster. Ja, sie fordern die Kinder anders heraus. Während Frauen gerne Bastelangebote machen und das Miteinander natürlich auch gerne fördern, also die Gruppenfähigkeit und so weiter. Ne? Sehen Sie sich da wieder oder würden Sie widersprechen? Also das kann ich so gar nicht von außen beurteilen. Ich kann es nur von innen beurteilen, wie ich das sehe. Also ich sehe, das Aufgabenfeld ist genau das gleiche wie bei einer Frau. Mhm. Natürlich haben Männer wahrscheinlich teilweise andere Herangehensweisen oder ja, Art und Weisen, irgendetwas zu erledigen. Aber im Großen und Ganzen geht es mir da eigentlich darauf, einfach da auch darum, ein männliches Rollenmodell da zu sein und nicht nur das stereotype Männerbild, dass auch ein Mann mal einen Tisch abputzt oder einen Besen in Hand nimmt und ja halt weg von diesem stereotypen Rollenmodell. Ja. Und wie sieht jetzt Ihr Arbeitsalltag konkret aus? Basteln Sie auch mal oder sind Sie mehr so in der schon gleich mit Hammer und Nagel dazu gange? Wird da gehandwerkt oder wird da Sport getrieben? Was für Angebote machen Sie Ihren Schützlingen? Also im Vordergrund besteht ja erstmal der Betreuungsaspekt. Mhm. Und heutzutage sind da viele Kinder auch dann über Mittag und am Nachmittag in den Einrichtungen, damit die Eltern erwerbstätig sein können. Und wir müssen ja den ganzen Tag abdecken. Das heißt, es gibt ja verschiedene Tagesordnungspunkte wie das Frühstück, das Mittagessen, der Mittagsschlaf oder die Mittagsruhe. Mhm. Und dann halt die Nachmittagsbetreuung. Im Großen und Ganzen ist das Aufgabenfeld sehr breit gefächert. Es ist nicht immer nur diese klassische, dass die basteln ja und spielen mit den Kindern, im Gegenteil. Aber also, doch auch mal, das ist doch auch schön, oder nicht? Definitiv, das gehört dazu. Das ist ja, soll ja auch wie ein familiäres Umfeld sein, dass man spielt und nebenbei lernt. Durchspielen. Frau Buschmeier, wie war es bei Ihnen? Oh, wir hatten Kolleginnen, die sehr gut mit der Bohrmaschine umgehen konnten. Und wir haben immer wieder versucht, ohne Hausmeister auszukommen, die Bilder selbst aufzuhängen, Holzflächen zu glasieren, mit den Kindern entsprechende, ich sag mal, männliche Angebote zu machen. Das war uns unwahrscheinlich wichtig. Ne? Mhm. Aber eben, wir haben wirklich das männliche Vorbild vermisst, weil Kinder brauchen das genauso gut. Ne? Mhm. Und ich hoffe, dass wir jetzt in Zukunft also auch mehr Männer in diesem Vorschulbereich bekommen. Ich denke, die Bezahlung ist da ein ausschlaggebender Faktor. Mhm. Wir waren immer eigentlich eine soziale Lohngruppe, bis wir dann endlich in den BAT aufgenommen wurden. Was ist das für alle, die das nicht kennen? BAT? Bundesangestellten-Tarif. Mhm. Wir sind ja angestellt bei den Kommunen oder bei einem öffentlichen Träger. Und ich denke, gerade in den letzten Jahren hat die Gewerkschaft da kräftig nachgeholt und den Daumen draufgelegt und gesagt, so diese Arbeit muss besser bezahlt werden. Ja, Ihre Generation hat dann auch den Weg geebnet, einfach dahin. Genau. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so rückblicke, also ich bin vor 30 Jahren aus dem Kindergarten entlassen worden und es gab auch schon Bildungsangebote, nenne ich es jetzt mal ganz elementar. Also man hat sich mit einem Thema längere Zeit beschäftigt und hat dazu gebastelt und so weiter. Aber ich glaube, das Thema Bildung hat doch heute im Kindergarten einen ganz anderen Stellenwert als noch vor 30 Jahren. Wie haben Sie das im Laufe Ihrer Karriere erlebt? Ja, ich bin ja eingestiegen, als es noch gar kein Kinderbildungsgesetz gab. Mhm. Das erlebte ich erst 1971 herum. Und es war die bange Frage, stand im Raum, machen wir für die 5-jährigen Schulkindergärten auf? Nehmen wir sie praktisch den kommunalen und den freien Trägern weg? Mhm. Und wir hatten dann wirklich ein Jahr einen Projektversuch. Und ich weiß noch, wie unsere Fachberaterin vor uns stand und sagte, nun macht Sprachförderung, nutzt die Sprachtrainingsmappen, setzt das ein, damit unsere Schulanfänger gleich weit sind wie die Schulanfänger eben aus diesen Schulkindergärten. Mhm.
Wir waren eine ganz besondere Einrichtung. Ich war Leitung in Scharmede und wir hatten in einem Jahr 72 Schulanfänger, weil die ganze Umgebung, die umliegenden Dörfer hatten noch gar keinen Kindergarten. Mhm. Und die schickten wenigstens ein Jahr ihre Kinder. Schulanfänger zu uns in die Einrichtung. Ich glaube, das Thema Sprachförderung ist heute wichtiger denn je. Wie läuft das konkret ab bei Ihnen im Kindergarten? Was machen Sie oder was müssen Sie machen? Ja, also wir haben diverse Sprachprogramme, kann man das so nennen. Es sind halt Angebote, fängt an bei einer klassischen Bilderbuchbetrachtung, geht weiterhin zu Schwingübungen. Dann gibt es Schwungübungen. Mit der Hand, so beim Schreiben oder beim Sprechen. Also generell. Das sind ja die ganzen Vorläuferfähigkeiten, die dann auch für die Grundschulfähigkeit benutzt gebraucht wird. Dieser Aspekt Verknüpfung Grundschule, Kindergarten, der war Ihnen ja auch besonders wichtig. Und Sie haben damals, das dürfen wir gerne mal in die Hand nehmen, Sie dürfen es auch gerne mal in die Kamera zeigen, ein Buch geschrieben. Kindergarten und Grundschule, Hand in Hand, Chancen, Aufgaben und Praxisbeispiele. Was ist denn die zentrale Aussage Ihres Buches aus dem Jahr 2002? Also die Kooperation der beiden Einrichtungen, sich erstmal gegenseitig kennenzulernen. Mhm. Wie ist das Berufsbild der Lehrerin, des Lehrers und wie eben der Erzieherin, dass sie voneinander wissen, ja? Um dann die Kooperation auch praktisch zu gestalten. Wie läuft so ein Schulalltag ab? Wie läuft ein Kindergartenalltag ab? Wir haben ganz besondere Projekte initiiert und wir hatten einen wunderbaren Schulrektor in der Nachbarschaft, der all das mitspielte. Und wir hatten, denke ich, eine Vorreiterrolle. Ne? Und natürlich eine Fachberatung, die sehr gut mit der Schulrätin kooperierte, weil wir ja natürlich auf der anderen Seite auch eine Ansprechperson brauchten. Sie haben gerade gesagt, es gab so Projekte. Machen Sie mal ein konkretes Beispiel oder geben Sie mal ein konkretes Beispiel. Wo kann Schule vom Kindergarten profitieren und umgekehrt? Was ist wichtig? Also gemeinsam auf einen kleinen Ausflug zu gehen. Mhm. Bei uns in Niederntudorf gibt es den Steinbruch. Also haben wir mit den Erstklässlern und unseren Schulanfängern gemeinsam einen Gang zum Steinbruch gemacht, haben dort Steine mitnehmen dürfen, haben daraus ein Projekt dann gestaltet und haben uns dann auch wieder gegenseitig besucht. Was haben die Schulanfänger aus den Steinen hergestellt und was eben dann die Erstklässler, ne? Mhm. Und wir haben auch uns Briefe geschrieben an den Rektor. Wir haben unsere Schulanfänger gefragt, wovor habt ihr Angst, wenn ihr an die Einschulung denkt? Und das waren ganz interessante Ängste. Nämlich die Jungs hatten auf einmal Angst vor den Mädchen. Die könnten ja angemotzt werden von den Mädchen. Ah, okay. Und die Mädchen hatten umgekehrt natürlich Angst auf dem Schulhof vor den Jungen. Ne? Mhm. Aber der Rektor hat uns dann wunderbar geantwortet und den Kindern diese Ängste genommen. Ne? Ganz interessante Einblicke. Das Buch ist von 2002. Ich weiß, Sie haben, glaube ich, 2011 Examen gemacht. Vielleicht ist Ihnen das auch in meiner Ausbildung über den Weg gelaufen, oder? Das kann gut sein. Ja, ich finde die Kooperation mit der Grundschule auch ganz wichtig. Ja. Einfach, dass die Kinder, bevor sie dann ins kalte Wasser geschmissen werden, einige sind auch da zuvor noch nie männlichen Betreuungspersonen begegnet, vielleicht aus alleinerziehenden Haushalten, und dass sie einfach vorher schon mal geschnuppert haben, dass sie eine Klasse mal besucht haben. Einfach schon mal das, ja, ich sag aber mal. Aber finden Sie das jetzt nur gut oder findet das auch statt? Das findet auch statt. Und bei uns zum Beispiel, wir haben die Kooperation mit der Grundschule in Fähler. Mhm. Da wird dann ein Unterrichtsbesuch statt. Mhm. Die besuchen am Nachmittag die Grundschule, das Gelände im Allgemeinen, und treffen sich dort mit den anderen Kindergärten, die auch die erste Klasse dann in Fähler bilden, zum Beispiel aus Holsen. Ja. Ja, sowas gab es zu meiner Kindergartenzeit noch nicht. Ich bin begeistert. Und wie geht es dann weiter? Sie haben eben schon gesagt, es gibt Schwingübungen. Was macht man noch, um diesen Übergang leicht zu gestalten? Es geht einmal um die Angst, habe ich verstanden. Es geht um Schreibübung, Sprache. Was ist noch wichtig? Die Schulanfänger untereinander auch bekannt zu machen, weil wir hatten ja 3 oder 4 Gruppen. Und nachher wurden die Kinder ja zusammengefasst, dass die sich auch gruppenübergreifend kennenlernten. Mhm. Dafür hatten wir dann ein Nachmittagsangebot, ne? Ich denke, dass das bei euch ähnlich gelaufen ist. Ja? Wir haben das in dem Sinne so gestaltet. Bei uns nennen die sich schlaue Eulen, also die Schulanfänger. Und natürlich sind die auch aus mehreren Gruppen. Ja, und dann gab es am Anfang erstmal das Eulenprojekt. Es ging nicht vorrangig um das Thema Eule, sondern es ging um Findung.
dass sich die Gruppe als Schulkinder erstmal findet. Mhm. Das war vorrangig. Das klingt ja ganz interessant, klingt auf der anderen Seite aber auch nach Arbeit. Würden Sie sich manchmal noch mehr Unterstützung wünschen, zum Beispiel von den Trägern, von den Kommunen, vom Land? Oder sagen Sie, die Situation ist in Ordnung, wie es gerade ist? Die Anforderungen sind immer weiter angestiegen. Ja, gut, wir haben kleine Gehaltserhöhungen erhalten. Aber im Grunde ist der Beruf der Erzieherin zu einer Vorschulpädagogin ausgeweitet worden. So sehe ich das. Ne? Mhm. Wir arbeiten ja auf ein bestimmtes Schulsystem hin, aber eben auch auf die gesellschaftlichen Anforderungen. Wenn ich jetzt nur an KI mal denke, es verändert sich ja im Schulbereich jetzt wiederum ganz, ganz viel. Ne? Wird der Kindergarten darauf auch reagieren müssen? Gute Frage. Was sind sonst die Probleme, mit denen Sie sich im täglichen Leben beschäftigen? Oder gibt es keine Probleme? Probleme sehe ich da eigentlich oder eher Schwierigkeiten, sagen wir so. Was nervt Sie am meisten? Dokumentation oder so? Die Anforderung durch die Altersspanne ist ja in den letzten Jahren einfach gewachsen. Je größer die Altersspannen sind, je mehr muss man jeden Einzelnen gerecht werden. Das will man ja auch. Mhm. Und durch den Personalschlüssel ist man halt teilweise nicht in der Lage, jedem so die Zuwendung zu geben, wie man das gerne persönlich möchte. Wie viele Kinder sind in Ihrer Gruppe? Wir haben momentan 21 Kinder in der Gruppe. Und wie viel unter drei? Unter drei davon eine ganze Menge. Grob 10. Ja, so grob 10. Okay, das heißt, das macht ja deutlich mehr Arbeit, auch so Toilettengänge und so, als wenn man jetzt ein Schulkind betreut. Ne? Das genau. In Ihrer Zeit gab es am Ende schon U3, aber als Sie angefangen sind, das war ja weit weg. U3 habe ich nicht erlebt. Ach, gar nicht erlebt. Ja. Sind Sie auch froh ein bisschen darüber? Anfangs waren das wirklich 4-, 5-, 6-Jährige, noch nicht mal 3-Jährige. Mhm. Wenn dann mal ein 3-jähriges Geschwisterkind hatte Vorrang. Ja. Ne? Aha. Aber das hat sich ja total verändert und vor allen Dingen diese individuelle Ausrichtung, zu schauen, welche Fähigkeiten hat das Kind und wie kann ich die fördern. Ne? Ja. Welche Wünsche hätten Sie für die Zukunft, wenn Sie mal an Ihren Beruf jetzt denken, an Ihren Berufsalltag, was würden Sie sich wünschen? Ja, also in erster Linie, dass man den Beruf vielleicht im Allgemeinen einfach ein bisschen aufwertet, dass er attraktiver ist, so dass dieser Personalmangel, es ist einfach das Fakt, dass es nicht genug neue Fachkräfte gibt, um diesen Bedarf schon mal in Zukunft abzudecken einfach, damit man die Rückendeckung hat. Zusätzlich würde ich jetzt am Personalschlüssel ein bisschen schrauben. Es gehören in jede Kindergartengruppe 2 Vollzeitkräfte, die den ganzen Tag da sind, und zusätzlich Teilzeitkräfte. Und Attraktivität meinen Sie jetzt in Bezug auf Geld oder auch in andere Rahmenbedingungen? Rahmenbedingungen wie kleinere Gruppen oder halt Beruf aufwerten, indem man das mit einem Studium angleicht. Mhm. Denn das ist auch eine lange Durststrecke, die man während der Ausbildung fährt. Um einfach dann den Verdienst wieder anzupassen. Mhm. Denn der Aufgabenbereich hat eine sehr hohe Verantwortung, je jünger die Kinder sind. Definitiv. Welchen Rat hätten Sie der jüngeren Generation zu geben aus 40 Jahren Berufserfahrung? Ich finde den Beruf immer wieder noch spannend. Entwicklungsbegleitung zu machen ist eine Art Coaching für mich, nicht nur für die Kinder, sondern eben auch für die Familien. Wenn da eine Alleinerziehende Probleme hat, ich war Leiterin eines Familienzentrums, dann haben wir natürlich weitergeholfen. Ne? Mhm. Dann haben wir auch eben fachlich qualifizierte Leute von außen reingeholt. Also es ist so ein übergreifendes Angebot. Ja? Mhm. Ich muss gut vernetzt sein mit den öffentlichen Angeboten, mit dem Jugendamt und dergleichen. Und ich finde den Beruf immer wieder noch sehr attraktiv. Das ist ein schönes Schlusswort, was Sie gefunden haben. Und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen heute. Es war sehr spannend, mal den Beruf des Kindergärtners in Anführungsstrichen oder des Erziehers, des Begleiters ein bisschen näher zu beleuchten. Und es wird nochmal wichtig, wie wichtig der Beruf auch ist. Und in einer Gesellschaft, die ja zukunftsorientiert ist, ist es gerade am Anfang für die Kinder ja wichtig, dass sie einen guten Start haben. Und unersetzlich, nicht durch Maschinen ersetzbar. Und vor allen Dingen, keine KI kann uns Erzieher ersetzen. Das stimmt. Das gilt
Genauso wie für die Pflege, ne? Alles, wo es miteinander ist, da sind Menschen genau. unersetzlich. Ja, danke, dass Sie den Beruf ausüben, dass Sie sich so um Kinder gekümmert haben oder dass Sie jetzt die zukünftigen Generationen noch weiter begleiten. An dieser Stelle machen wir einen Punkt. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, wie du, das Generationengespräch.